Scheiße, was ist das jetzt? Das war ein Phantom. Typhon Anthrophantasmus. Bleiben Sie in Bewegung. Skill Recorder Analysis. Okay, dann sind das. Nee, das könnte auch von irgendeinem Menschen sein. Keine Ahnung, was das ist, aber dich werde ich auf jeden Fall noch reparieren. Ich will das alles noch machen. Und ich denke mal, wenn man halt die, weil ich halt jetzt noch die Fähigkeit dazu solchen Sachen noch nicht habe, ist das so ein Spiel, wo ich dann wirklich überall rumgehen kann und wirklich komplett zum Anfang wieder zurück. Ich meine, rumgehen kann, ist offensichtlich, dass ich das kann. Junge! Aber halt komplett zum Anfang kann ich dann wahrscheinlich auch. Eine Glue-Kanone? Glue-Kanone. Die Transter-Glue-Kanone setzt Ziele außer Gefecht und oder macht sie bewegungsunfähig, ohne ihnen zu schaden. Glue kann Feuer löschen und vorübergehende elektrische Ladungen deaktivieren. Sobald Glue ausgelöst ist, kannst du außerdem draufklettern. Okay. Das ist cool. Das ist eine echt coole Erfindung. Und jetzt kann ich einfach hier wechseln, okay. Moin. Wir. Okay, aber du bist nichts Besonderes. Zumindest habe ich bis jetzt nichts in irgendeiner E-Mail über dich gesehen. Wieso ist das so? Ich schlag hier drauf. Ich krieg Schaden davon. Okay, ich lasse es mal. Morgan, da, im Foyer. Nehmen Sie die Neuromod aus der Vitrine. Das sind normalerweise Attrappen, aber ich habe eine echte für Sie hineingelegt. Die Neuromods sind äußerst wichtig. Wenn Sie mit Ihrer Hilfe keine neuen Fähigkeiten installieren, überleben Sie nicht. Ich habe Ihren Transcribe schon mit der angeforderten Liste aktualisiert. Schauen Sie mal rein. Nimm die Neuromod. Als wäre das so einfach. Was ist das? Konferenzraum, okay. Ich schaue mich noch kurz ein bisschen um, bevor ich das mache, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass dann irgendwas passiert, wenn ich das nehme. Okay, wieder derselbe Raum. Das Favoritenrad. Ja, das kenne ich eh schon. Aber danke. Ich bedanke mich beim Spiel einfach. Oh, lol, ich habe gar nicht gesehen. Hey, was geht? Ich glaube, ich sollte nicht hier sein. Okay, das ist eh nur das Klo. Ich habe Angst. Ja, war mir nicht sicher, ob ich es wirklich gesehen habe. Der verwandelt sich wirklich in eine Mimikleiche. Wie dumm bist du eigentlich? Obwohl, eigentlich ist es voll schlau. Was habe ich gerade getan? Eigentlich ist das voll schlau, weil... Was für ein Zufall, dass da was steht, was ich jetzt momentan noch nicht wegschieben kann. Erstmal auf jeder Toilette spielen, das ist wichtig. Wir müssen ja schauen, ob alles noch funktioniert.
Perfekt. Ganze Technik ist ausgefallen, alles komplett zerstört, aber die Dings funktioniert noch. Die Toiletten funktionieren noch. Okay, Kekse. Synthetisches Material. Ja, gut. So viel zum Thema Kekse. Hi, Neuromod. Ernsthaft? Oh Gott, es gibt zu viel. Oh mein Gott. Okay, was ist das? Mediziner 1. Dein Wissen über Medizin erhöht sich die. Ah, okay, das ist praktisch, aber brauche ich jetzt im Moment nicht. Hacke 1, das, ich glaube, das werde ich machen. Brauche ich eh nur einen Neuromod? Ja, dann kann ich halt Computer hacken. Das ist einfach nur die. Okay, das ist einfach nur, dass ich mehr Gesundheit kriege und so. Aber ich glaube, ich werde Hacker 1 machen. Ich schaue nur, was die anderen Sachen noch sind. Wie ist es unter Techniker Hebelkraft? Okay, anheben bringt mir momentan noch nichts. Also halt zumindest jetzt Stufe 1. Das mache ich dann, wenn ich mehr Neuromods habe. Weil momentan bringt mir das Anheben echt noch nichts, weil Stufe 1 kann ich nur Dinge hochheben, die scheißegal sind, ob ich sie hochhebe oder nicht. Reparatur. Fuck. Okay, das kann ich sowieso erst später alles, aber. Die Reparatur. Das ist schon cool. Verbessert meine körperlichen Fähigkeiten, mein Umgang mit Waffen und mein taktisches Denken. Ah, okay, ich muss draufdrücken. Ich bin auch cool. Was ist das? Das ist ein Neuromod. Also das ist einfach so ein. Kann ich dir das zeigen? Das habe ich gerade aufgehoben. Das ist so ein Dingsbums, was mir bessere Fähigkeiten verleiht, wenn ich es nehme. Schon mal vor, kleine Warnung, ich stecke mir das Ding ins Auge und das hat Nadeln, das ist nicht schön anzusehen. Auf jeden Fall habe ich bessere Fähigkeiten und ich kann da zum Beispiel einerseits hacken, also dass ich besser hacken kann, Sachen mit der Stufe 1 kann ich hacken. Das würde ich machen oder Reparatur, weil ich habe halt. Ich gehe kurz zurück. Übrigens, du hast es noch gar nicht gesehen. Ich habe jetzt. Fuck. Ja, ich habe jetzt eine Glue-Gun. Bin blöd. So. Eine Glue-Gun und damit kann ich solche Sachen machen hier. Und dann halt so hochklettern und auch Gegner irgendwie bewegungsunfähig machen und so. Aber ich muss kurz was schauen. Nämlich genau. Hacken Stufe 1 würde mir was bringen, weil dieser Computer ist gesperrt. Hier, gesperrt und da eben Hacken Stufe 1. Damit könnte ich ihn hacken. Und dann gibt es noch Reparaturstufe 1. Da habe ich halt hier so ein Ding, was ich reparieren kann. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich weiß auch genauso wenig, was auf dem Computer ist. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt eher den Neuromod für Hackenstufe 1 nehmen soll oder für Reparatur. Ich meine, ich kriege dann sowieso noch später genug Neuromods. Das werde ich später alles können, aber halt jetzt. Hacken. Okay. Okay. Improvisation war schon immer ihre Stärke. Andernfalls wären sie jetzt tot. Also, bringen wir sie in die Hauptlobby.
Ja, gleich, gleich. Jetzt will ich nur, wenn ich das schon kann. Ja, das weiß ich eh noch, wie das geht. Ah! Nein. Ah! Fuck, 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 fuck. Ui, zwei E-Mails und eine Datei, die schaue ich mir gleich an. Ein Kommentar zu heute auf morgen. Okay, das an alle Mitarbeiter habe ich schon gelesen. Igwes. Was ist Igwes? Wem sagen Sie das? Keine Ahnung, was mir mehr Angst macht. Wenn sich Dr. Wiggy in seinem Labor einschließt oder wenn er sich mit dem Mittelpunkt in den Mittelpunkt drängt. Als ob man ein Metronom zuhören würde, einem Metronom tun würde. Ich bin ein bisschen verwirrt. Achso, okay. Egal. Ich würde ja in die Kantine nachkommen, aber Egwi hält zu dem Zeitpunkt eine Vorlesung. Hoffen wir mal, dass er gleich zu den Neuromods kommt, damit wir eine Überprüfung technischer Auswertung vornehmen können. Aber sie gibt deine Hand weg, du. Hör auf damit. Aber sie kennen ja Egwi. Er wird eine Stunde lang einen auf Zehner machen und bis wir alle nur noch Kreise und Wellenlinien sehen. Man sollte meinen, boah, mir ist gerade viel zu warm. Man sollte meinen, er hätte auf der Erde gelernt, beim Thema zu bleiben. Oh mein Gott, warte, ich muss ganz kurz das Fenster öffnen, weil mir ist warm. Okay. Das hat sich nicht gelohnt. Ich hoffe, die eine Datei war es wert, den Dings zu hacken. Was ist das? Daten übertragen. Ein Jägerbolzenwerfer. Ich will das haben. Ein Fabrikatorplan. Aber ich denke mal, dafür brauche ich einen Fabrikator. Oha, ich. Okay, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Weil jetzt kann ich wahrscheinlich ein Dingsbums machen, was cool ist. Keine Ahnung, was es ist. Aber es hat einen coolen Namen. Und ich habe schon vergessen, wie es heißt. Irgendwas mit Jäger, Bolzen, Dingsbums, keine Ahnung. Wo soll ich hin? Steht irgendwo meine Mission? Ziele hier. Optional, der Schlüssel der Leiche. Ja, Traumazentrum, das muss ich erst noch finden. Das Traumazentrum habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Erreiche die Hauptlobby. Ist das das hier? Das sieht sehr lobbyig aus. Ja, wieder der Ladebildschirm, der den anderen Ladebildschirm lädt. Leila, bist du noch da? Cool. Das heißt, Max ist gegangen, weil ich habe jetzt nur noch einen Zuschauer. Und jetzt kommt der zweite Ladebildschirm. Juhu, der ist so aufwendig, dass er einen anderen Ladebildschirm braucht. Einen eigenen. Hey, was geht? Sie haben es geschafft. Bereit Max für ist Ihren noch da, ersten laut Blick Amt. auf die echte Welt? Ja. Ja, keine Ahnung. Bei mir steht, ich habe jetzt nur noch einen Zuschauer. Vielleicht ist er ja noch da, ich weiß nicht. Hey, was geht? Oh. Ich nehme dich mal mit. Nee, geh weg. Ich wollte eigentlich Sachen von dir haben. So, danke.
Mein erster Blick auf die echte Welt. Stimmt, ich habe ja nur diese Simulation immer gesehen. Okay. Sag dann einfach, wenn du gehst. Ui. Vorsicht! Gehen Sie in Ihr Büro. Ich habe Ihre Karte aktualisiert. Dort gibt es ein Video, das Sie sich ansehen müssen. Ich weiß, Sie haben viele Fragen. Da bewegt sich ein Apfel. Ist das ein echter Apfel? Ja. Wieso bewegt er sich? Keine Mimics? Als ob das keine Mimics sind. Okay, stört mich nicht. Hi. 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 Ich will nur sicher gehen. Ich bin nicht so ein großer Fan von Mimics, merkt man vielleicht. Keine passende Schlüsselkarte, muss ich wahrscheinlich später noch finden erst. Finden Sie... Gehen Sie in Ihr Büro, das ist auch... Alice! Nein, Alice! Ich habe irgendwas in irgendeiner E-Mail mal über dich gelesen. Warum bist du tot? Aber sie wurde nicht von dem Mimik getötet, weil ihr Gesicht ist nicht so... Dingsbums. Oder? Oder interpretiere ich da gerade irgendwas falsch hinein? Weil alle Leute, die halt gemimikt wurden, die sind so komplett entstellt und sie sieht noch normal aus. Och man, die arme Alice. Ich habe keinen Plan, wer sie ist, aber ich habe mal eine E-Mail gelesen, die sie geschrieben hat. Also bin ich jetzt traurig, dass sie tot ist. Oh, noch jemand. Hey, Kelly. Dich kenne ich nicht. Opfer. Wie du einfach alles drauf haust. Ja, und das Ding ist, alles könnte ein Mimik sein. Achtung, die Stationsleitung meldet Alarm. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen. Danke. Alles könnte halt Mimik sein. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass mich jetzt so ein schwarzes Viech anspringt. Ist das hier offen? Hi. Na? Wie geht's? Hi, Phantom. Ich weiß, du willst gerne spielen, aber das ist auch Lukas. Hey, was geht, na? Ach komm, als ob es nicht so weit... Nein, sei nicht böse. Ah! Stirb. Ist er tot? Als ob das so einfach war. Ich dachte, Phantome sind... Okay, es hat mir auch 50 Schaden gemacht. Ah, noch ein Neuromod. Oh, warte, das heißt, ich kann... Dingsbums machen. Reparatur. Jetzt kommt diese Animation nicht mehr, auch cool. Warte, ich brauche ein bisschen Heilung. So. Und jetzt, weil ich Reparatur habe, kann ich erstmal das Ding hier reparieren.
Dafür brauche ich Reparatur 2, natürlich. Hi, Feuer. Aber ich kann das Guten andere Morgen, Dings. Talos. Unser Stationspsychologe Dr. Cole bittet alle Mitarbeiter, die unter Schlafstörungen, chronischem Stress oder Angstsymptomen leiden, Ich muss einen gehen. Termin im Okay, Traumazentrum tschüss. auszumachen.